Herzlich willkommen beim Bewusstsein und Physis Podcast. Ich bin Florian und ich wünsche dir viel Spaß beim heutigen Gespräch. Auf diesem Podcast geht es rund um die Themen Bewegung, Ernährung und Geisteshaltung. Das sind meine drei Säulen. Viele interessante Gespräche erwarten dich hier und ich würde mich sehr freuen, wenn du auf meiner Website vorbeischaust und dort dir zum Beispiel das Transkript zur Folge anschaust, nochmal guckst, was sind Verweise zu Webseiten, Büchern, Kursen und dir auch gerne die Discord-Gruppe anschaust und dort vielleicht sogar auch Mitglied wirst, um dich auszutauschen mit anderen, die Verantwortung über ihre eigene Gesundheit übernehmen. Außerdem freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung gibst, zum Beispiel auf iTunes und auf allen anderen Plattformen. Diese soll ganz ehrlich sein und dient mir einfach dazu, das Format hier vielleicht noch zu optimieren und ja, zu schauen, was können wir noch besser machen, was wünschst du dir für den Podcast und was gefällt dir auch einfach sonst schon richtig gut. Viel Spaß beim Gespräch. Du nimmst dich an, wie du bist und auf allen Ebenen, ja. Auch wenn ich mir das manchmal vorstelle, wie viele Jahrzehnte da die Frauen und Mädels mit so einer Einstellung ja, so leben, dass da jedes Mal irgendwie was kommt und dann auch schon so viele Menschen da, oder viele Frauen Angst vor diesen Phasen haben ja, und sagen, oh nee, da kommt die Regelblutung wieder und was auch immer und vielen Dank für die Ausführungen und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du das sozusagen wie so wie trainiert, dass du das dann auch kontrollieren kannst? Und ja, ich habe sie trainiert. Also trainiert letztendlich, indem ich verbunden bleibe und ich fühle diesen Moment, wenn es kommt. Und es ist auch so ermächtigend, weil manchmal haben wir die Idee auch, ich meine, ja, lange habe ich geblutet mit der Idee, das Blut läuft einfach die ganze Zeit raus. Ich war so unverbunden mit mir, dass ich gar nicht gefühlt habe, was eigentlich passiert. Und das finde ich krass, weißt du, so noch nicht mal zu merken. Und jetzt ist es für mich, wenn jemand mir sagt, boah, ich merke gar nicht, wann das Blut kommt, ist für mich so, was? Aber ich meine, ich war genauso. Das heißt, ich bin verbunden und ich merke das und ich kann es für einen Moment dann halten, bis ich einen Platz habe und dann lasse ich es einfach fließen oder ich setze mich einfach hin und warte, bis es kommt. So mache ich auch, wie ich lustig bin. Ja, okay. Und vielleicht magst du was zu den, du hast ja jetzt mit den Jahreszeiten und den anderen Phasen das schon angesprochen. Ich hatte mich ja ein bisschen umgehört bei mir auch in den Kreisen, sag ich mal, die bei mir so drin sind, die Menschen. Und möchtest du vielleicht was über Mondzyklen sagen, was das damit so zu tun hat? Und das klingt ja für viele erstmal ziemlich ja, astrologisch und ziemlich weit weg von uns vielleicht als Mensch. Mich würde das mal interessieren, was du da so für Erfahrungen hast, was du da so denkst. Voll gerne. Also ich verbinde die Mondphasen mit den Jahreszeiten und mit den Zyklusphasen. Oder ich erzähle dazu, weil das ist letztendlich das, wo die Verbindung ist für mich. Oder? Meinst du das, Florian? Mhm. Ja. Ja. Also wir haben vier Phasen im Zyklus und das ist in jedem Zyklus, egal von welchem Zyklus wir sprechen, Zyklus des Lebens, des Tages, des Menstruationszyklus, der Mondphasen, der Jahreszeiten, sind vier Phasen, die wir haben. Und die erste Phase ist die, mit der ich hier anfange, ist die Phase vom Winter. Und die ist gleichgesetzt mit der Phase der Blutung der Frau und gleichgesetzt mit dem Neumond, also dem dunklen Mond. Und letztendlich, was diese Phase ist, ist die Phase, wo wir schon gesprochen haben, wo es Zeit ist, nach innen zu kehren. Das heißt, das, wonach dir ist im Winter ist ja eher danach, kuschelig zu sein drin, irgendwie am Feuer zu sitzen, Kakao zu trinken, was auch immer du trinken willst, irgendwie so Weihnachten, dieses so nach innen kehren, so sich besinnen, sich treffen mit Familie ist ja in dieser Zeit. Das heißt, verbunden auch mit der Mondphase, vom dunklen Mond nenne ich es, ist halt, zeigt der Mond, so ist es Zeit, nach innen zu gehen, weil das Licht vom Mond jetzt nicht so nach außen scheint, sondern es ist eher versteckt, es ist nach innen gekehrt. Und das ist die Zeit vom Winter und eben die Menstruationszeit der Frau. Und genauso wie die Nacht, es ist letztendlich so wie die Nacht. Und nach dieser Winterphase kommt wie immer. Der Frühling kommt immer nach dem Winter, immer. Das heißt, auch wenn wir in Phasen sind, zum Beispiel, wo wir nicht weiter wissen, wo wir nicht wissen, was dann in unserem Leben kommt und wir sind so mit uns verbunden und wissen nicht, was als nächstes ist, wahrscheinlich einfach in einem kreativen Prozess oder in deinem Leben Winter angesagt.
Und irgendwann wirst du eine Idee haben, mit der du dann rausgehst in der Frühlingsphase. Das heißt, dann kommt die Frühlingsphase, was halt mit dem Mond verbunden ist, dass es der, wie sagt man auf Deutsch, also der kommende, ich sag einfach, mach einfach jetzt meine eigenen Wörter, so der kommende Mond. Das heißt, so die Energien dieser Zeit, wie im Frühling, und genauso ist es im Zyklus der Frau, nachdem sie geblutet hat und sich aufgetankt ist, kommt diese Phase, wow, ich fühle mich wie neu geboren, ich fühle mich frühlingshaft, ich fühle mich so, wow, ich kann die Welt erobern, ich will Leute treffen, ich fühle mich irgendwie so, fast so diese jungfräuliche Energie. Und das ist, zeichnet halt quasi dieser Mond, dass die Phase, dass das Licht beginnt, das Strahlen, das nach außen gehen beginnt, mehr zu kommen. Und das ist eben genauso, wie wir uns fühlen, auch im Frühling. Und von da kommt der Sommer, in dem wir jetzt gerade sind, glaube ich, ja. Also, ich weiß es. Ich meine, ich lebe in Portugal, hier ist fast immer Sommer, aber es ist Sommer. Und im Sommer ist, okay, wie fühlen wir uns im Sommer? Also, wir gehen raus, wir treffen Leute, wir gehen an den See, wir haben super viel Energie, die Tage sind lang. Und das heißt, der Mond ist halt symbolisch so der Vollmond, also dieses komplette Strahlen nach außen. Und das ist die Phase, auch wo eine Frau sich, also sie ist in dieser Phase auch fruchtbar, das heißt, sie fühlt sich auch automatisch viel selbstbewusster, ja, viel wohler in ihrer Haut, sie strahlt mehr nach außen, ihr Libido ist höher in der Regel. Also es gibt jetzt, wie gesagt, keine Regel, wie es sein sollte, aber meist ist ihr Libido höher. Sie fühlt sich einfach sexier und selbstbewusster und irgendwie erwachter so in sich. Und das ist so die Phase, wo wir oft festhalten und wollen, dass sie immer da ist. Wir wollen, dass sie immer da ist. Und die Männer wollen, dass die Frau immer so ist und die Frauen wollen, dass sie immer so ist. Aber das bist nur du einmal im Monat in einer Zeit. Und in dieser Zeit kriegst du super viel gebacken, du kannst 1000 To-Dos gleichzeitig machen, es ist super viel Energie, weil die Energie dafür da ist, um zu machen. Ja, es ist einfach gerade dran zu machen. Ja, es ist so wichtig, finde ich, als Menschen zu lernen, was ist gerade dran? Ist es gerade dran, aktiv zu sein, oder ist es gerade dran, zu ruhen? Und in dieser Vollmondzeit und Ovulationszeit, Sommerzeit, ist so diese Energie, die nach außen geht. Und von dort gibt's irgendwann einen Crash. Also ich merke den Tag haargenau, wenn meine Hormone was auch immer machen. Ich weiß es nicht, sie machen das, was sie machen. Ich fühle es einfach in mir, in meinem Körper als, ich stelle alles in Frage. Plötzlich stelle ich alles in Frage. Und das ist die Phase vom Herbst. Und die nicht sehr beliebte, aber meine absolute Lieblingsphase ist die prämenstruelle Phase der Frau. Und das ist, wo der Mond jetzt, wenn wir die Mondphasen sehen, ist die Phase, wo der Mond abnimmt. Also wo wir quasi so ab der Hälfte, der Mond beginnt wieder zu verschwinden. Und was passiert ist, die Energie beginnt wieder nach innen zu kehren, beginnt wieder sich reinzuziehen in Vorbereitung auf den Winter. Und diese Phase ist die Phase, die so unbeliebt ist und die so viel Tabu hat, was man mit ihr verbindet und das ist halt diese Phase so, wenn Männer sagen so, ach, blutest du oder was, oder bist du gerade Prämens, oder ach, ich weiß schon, wieso du so drauf bist, so und so ist. Und es ist die Phase, wo die wilde Frau rauskommt. Emotionen sind verrückt, in einem Moment super viel Energie, im nächsten Moment keine. Heulen einfach nur aus keinem Grund, wütend sein, plötzlich aus keinem Grund. Und das ist in dieser Zeit. Und das ist eine Zeit, die wir nicht wirklich wissen, wie wir damit umgehen, bis wir lernen, mit ihr umzugehen, bis wir lernen, ihre Geschenke zu sehen und zu schöpfen, ist es, kann das und wird es wahrscheinlich die geilste Zeit überhaupt. Und das ist so verbunden mit dieser Phase vom Mond und mit dem Herbst, die Phase von Loslassen und ja, von Wildheit, und dann sinkt die Energie ab und ab, bis die Winterphase kommt und der Mond quasi wechselt zum dunklen Mond, zum Neumond. Und dann geht's wieder los. Und wir sind ständig in Zyklen, ständig. Wir alle. Und der Menstruationszyklus verbunden mit dem Mondzyklus, mit den Jahreszeiten, ist so ein genialer Weg, um so viel über das Leben, über uns als Mensch wirklich zu verstehen, so wie wir sind und wie wir ticken.
und macht es alles viel entspannter, wieder zu realisieren, dass wir keine Linie sind, sondern ein Kreis. Und es ist viel cooler, ein Kreis zu sein, als sich in eine Linie zu pressen, in die man eh nicht reinpasst. So. Es gibt jetzt schon so viele Punkte, die ich jetzt irgendwie ansprechen will. Ich habe mal irgendwo, das habe ich auch irgendwo aufgenommen, das fand ich sehr spannend, dass eben jetzt im Beispiel dieser Phasen, dass wir immer so eine Art Sinuswelle haben, die immer mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter. Und dass die aber, wenn die quasi, das ist quasi trotzdem langfristig eine Aufwärtsspirale. Und dass wir, wenn wir jetzt sozusagen uns gerade mies fühlen, jetzt gerade unten sind, und dann eben die Phasen so durchmachen, wie du das jetzt erzählt hast, und dann eben ganz oben sind. Und ich sag mal, das ist jetzt ein Level, wo wir dann langfristig, wo wir jetzt gerade oben sind, dass langfristig die Stelle ist, wo wir dann irgendwann mal unten sind, weil das eben quasi immer nach oben geht. Also ich denke, ich hoffe, man kann sich das irgendwie vorstellen, aber sozusagen so eine Aufwärtsspirale, dass wir uns dann trotzdem irgendwie mies fühlen, aber dass das schon so ein Level ist, was irgendwann mal quasi unser Höhepunkt war und man das manchmal aber trotzdem nicht mehr so wahrnimmt, weil man ja eben dann wieder in der Aufwärtsphase noch mehr Energie hat und noch mehr powern will. Und das, ich glaube, das kam auch damals über deinen Podcast so ein bisschen bei uns auch in der Familie als Thema hoch, dass gerade im Winter und so weiter, dass es manchmal schwerfällt, irgendwie ja sich zurückzunehmen, abzuschalten. Und ich habe hier im Podcast, da möchte ich am liebsten 100 Leute interviewen mit den Quatschen, ja. Und dann fällt es mir auch schwer zu sagen, okay, das passt jetzt nicht, jetzt schiebe ich das nach hinten, auch wenn ich das unbedingt teilen möchte. Und das hat schon seine Gründe, warum das jetzt vielleicht nicht passt. Und dann einfach zu akzeptieren, dass man jetzt einfach mal einen Gang runterfährt und dass dann eben, ja, wie du sagtest, die Zeit auch kommt, wo man dann eben mal wieder richtig durchziehen kann, durchstarten kann und dann sozusagen das Leben selbst auch diese Phasen, diese Rhythmen hat und die, ja, klassischen Jahreszeiten eben auch. Voll. Du hast erwähnt, dass wir alle sozusagen diese Zyklen durchmachen. Würdest du jetzt auch sagen, dass das sozusagen bei Männern auch der Fall ist, auch wenn die jetzt quasi keine Regelblutung haben, aber dass wir dann als Mann, als Männer, die männlichen Zuhörer auch so eine Phasen durchleben? Voll. Also klar ist es anders wie bei der Frau, ganz, ganz sicher nicht so ausgeprägt und nicht so offensichtlich, aber wir haben beide männliche und weibliche Aspekte und Energien in uns, ja, also unser männlicher Teil ist so der Teil, der Ziele verfolgt und der für was losgeht und der irgendwie was verändert, und der weibliche Teil ist halt dieser zyklische Teil, dieser wechselhaft, dieses Wilde, dieses Unberechenbare, dieses komische Mysterium, was man nicht verstehen kann, aber irgendwie fühlen kann. Also das Fühlen ist auch alles so Teil von unserer weiblichen Natur, und das haben wir alle, und es ist so wichtig für Männer genauso wie für Frauen, dass sich wieder mit diesem weiblichen Teil zu verbinden, also mit dem Fühlen und mit diesem Zyklischen, was wir haben. Und das heißt, für Männer, ich glaube, es ist einfach so zu entdecken, weil es lässt sich auch so viel übertragen. Ja, es kann sein, dass du in deinem Leben, ja, viele Männer haben um die 40 rum so eine Midlife-Crisis, was letztendlich für mich, wenn ich so betrachte, basierend auf die Zyklen, ist okay, ist einfach eine Phase, wo die Energie nach innen geht, wo es die Winterphase ist und wo Fragen mit in deine Höhle, genau, in deinen Kokon mitgenommen werden, wie, wer bin ich, wer will ich sein, passt mir das noch, weißt du, wir verändern uns, das heißt, diese Phasen, wo wir uns irgendwie nicht fühlen, ist oft so eine Phase von Winter, wo es Zeit ist, wirklich so sich mit sich selbst zu verbinden und zu fragen, wer bin ich noch. Und wenn wir eine Klarheit haben, so, wer will ich sein, was ist noch in Einklang mit mir, was nicht mehr, wenn wir eine Klarheit haben, was das ist, dann kommen wir wieder raus in die Welt. Das heißt, auf so einer tieferen seelischen Ebene, so wirklich so, was du fühlst, ganz tief in dir, was du nicht erklären kannst, ist irgendwie, durchlaufen wir auch, also Männer auch, solche Zyklen, solche Phasen. Und es kann auch mit kreativen Projekten sein oder was auch immer, ja, der Tagesablauf, ja, wie gesagt, die Nacht, dann wach werden, die Energie baut sich auf, dann Midday ist so High Life und am Abend ist so wieder so, ich lass los und ich begebe mich in den Schlaf. Das heißt, es ist nicht so offensichtlich wie der Menstruationszyklus, aber auf einer tieferen Ebene ist diese zyklische Natur da, und ich glaube, wenn wir verstehen, dass es sie gibt, dann können wir in Momenten, wo wir uns irgendwie energieloser fühlen, auch als Mann sagen so, hey, hör mal, ich bin gerade einfach in der Zeit aufzutanken
und nicht Energie nach außen zu geben, weil wenn es dran wäre, Energie nach außen zu geben, dann hätte ich die Energie, um nach außen zu geben. Ich habe sie nicht, also scheinbar ist es nicht dran. Und das ist ein Weg, auch so mit diese zyklische Natur selbst kennenzulernen. So ganz alltäglich, und das kann man so alltäglich und so strukturiert machen, wie man will. Es ist einfach, es geht immer darum, so was passt für mich und was ist so eine Erklärung, die sich in mir gut anfühlt, wo ich sage, ja, es entspannt mich. Mhm. Ich denke, das ist auch so die Grundbotschaft jetzt von dem Gespräch, ja, anzunehmen, was da gefühlt wird und sich nicht davor zu verstecken und das als gesellschaftlich negativ zu betrachten und das Beste draus zu machen, positiv zu besetzen. Und ich meine, wir leben ja sowieso alle damit im Endeffekt. Also es ist ja auch eigentlich strategisch total unklug, das langfristig immer wieder bekämpfen zu wollen, weil es ja eh immer zu uns gehört, ja. Und ich finde auch die Geschichte, die du hast ja kurz erwähnt schon, dass du gerade in Portugal bist. Ja. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn du jetzt am Ende nochmal sozusagen, wie du selber deine Vision so lebst und wie du da hingekommen bist jetzt nach Portugal. Und weil ich glaube, das ist eine ganz spannende, inspirierende Geschichte auch, einfach auf diese Stimme zu hören und zu vertrauen. Du beschreibst zum Beispiel auf deiner Website das auch so, dass du dich lange Zeit leer gefühlt hast. Das hast du jetzt auch im Gespräch beschrieben, wie da sozusagen die alte Identität war und wie du das dann umgewandelt hast, die Energie. Und das finde ich total interessant. Möchtest du es ein bisschen erzählen darüber? Ja, gerne. Voll schön. Also, ja, ich habe mich leer gefühlt und der Weg zurück zu mir war, meine Aufmerksamkeit nicht zu richten nach dem, was die anderen von mir wollen und wer ich sein sollte, sondern wer ich sein will und was sich richtig anfühlt und nicht, was ich machen sollte. Das heißt, mein Weg ging immer wieder und immer tiefer und mehr dieser inneren Stimme zu vertrauen, als das, was mich einfach ruft und was sich gut anfühlt. Also ich nenne es so das Gefühl der Richtigkeit, so das fühlt sich richtig an. Also und das ist auf allen Ebenen. Das heißt, wenn ich jetzt voll traurig wäre und irgendwie probiere nett zu, also probiere zu lächeln, wird sich das nicht richtig anfühlen, weil ich bin gerade nicht, mir ist nicht danach zu lächeln, mir ist danach zu weinen und das ist okay. Das heißt, auf allen Ebenen immer so mit dem zu gehen, was sich für mich richtig anfühlt und dieser Stimme zu vertrauen, komplett, dass sie mich immer dahin bringt, wo ich sein will. Denn meine Arbeit, meine Vision, mein Sinn, der Sinn meines Lebens besteht daraus, mit 100% wahrhaftig zu sein und verbunden zu sein mit dem, was sich richtig anfühlt für mich. Und welche Form das im Außen annimmt, habe ich keine Ahnung. Und es ist mir letztendlich egal. Also ich muss sagen, es ist jetzt nicht so, meine Vision für mein Leben ist es, Frauen zu erreichen und wieder in ihre Natur zu bringen, ihre Sexualität. So das mache ich, das ist das, was ich mache. Aber tiefer als das mache ich es, weil es mich glücklich macht, erfüllt und weil es sich richtig anfühlt. Das heißt, wenn es sich irgendwann nicht mehr richtig anfühlt, dann kommt was anderes. Das heißt, ich gehe einfach mit dem, was meins ist in dem Moment. Und ich bin halt jemand, ich mache alles 100%. Also, und ich meine, mit 100% meine ich nicht perfekt, sondern wenn ich es mache, mache ich es komplett mit ganzem Herzen und mit vollem Einsatz. Kein Plan B. Und, ja, kein Plan B. Nee, ich habe nie einen Plan B. Nee, so, der offenbart sich, wenn Plan A nicht mehr richtig ist. Er wird dann zu Plan A, ja. Ja. Genau, das heißt, ich lebe danach. Und Portugal, also ich habe im Schwarzwald gelebt. Und die Schwarzwaldgeschichte ist auch so genial für sich. Ich meine, es ist alles, ich bin in Orte gelandet, wo ich gar nicht vorhatte, hinzugehen. Und irgendwie plötzlich so, es war so klar, ich muss da hin. Und das war mit dem Schwarzwald so, was so eine magische, kraftvolle Zeit war. Und dann plötzlich war so, habe ich gemerkt, und das ist das Schöne, wenn wir lernen, uns so zu verbinden mit uns und lernen, mit diesen natürlichen Zyklen des Lebens mitzugehen, das heißt zu akzeptieren, dass Sachen zu Ende gehen, dass neue Sachen entstehen dann, dass es für alles eine Zeit gibt, können wir das viel mehr annehmen. Das heißt, ich habe gefühlt, die Zeit hier geht zu Ende. Ich habe es wirklich gefühlt, es geht zu Ende. Und ich habe angefangen, so diese Zeit zu trauern und mich vorzubereiten zu gehen, ohne zu wissen wann und ohne zu wissen wohin. Aber ich wusste, es ist Zeit zu gehen. Und dann hat mich immer so
ich meine, das ist jetzt, ich weiß, für viele ist das vielleicht schräg, aber je mehr man sich mit sich verbindet, ist das nicht schräg, das ist ganz normal. Und alle Menschen, die verbunden sind mit der Natur, die würden das genauso beschreiben. Die finden es schräg, dass wir die Sterne nicht singen hören. So. Also das ist einfach so, mit wem unterhält man sich? Aber ich habe gefühlt, so das Meer ruft mich. Also das ruft mich so, ich hatte gemerkt, dass es irgendwie, ich muss ans Meer. Es ist einfach, es ist Zeit, ans Meer zu gehen. Und plötzlich war ständig Portugal. Hier, da, jemand hat von Portugal was erzählt. Und ich meine, man hört oft über verschiedene Länder, aber es ist immer die Frage, was macht es mit dir in dem Moment? Und mit mir, als ich Portugal gehört hat, hat es immer was gemacht. Irgendwie hat es was erweckt. Und ich war immer so, was passiert denn hier? Portugal, what? Nie im Leben. Ich hatte nie vor nach Portugal. Aber es war ständig so, immer wieder. Und dann habe ich so, was passiert denn hier? Und noch jemand, noch jemand. Und in dieser Zeit war ich in einem Kurs, in einem Online-Kurs. Und in diesem Online-Kurs hatten wir so kleine Gruppen, in denen wir aufgeteilt wurden. Das ging 3 Monate lang. Und nur Frauen, und ich war in der Gruppe mit 4 Frauen. Und dann hatten wir den ersten Call in dieser Gruppe, und ich habe irgendwie so ausgesprochen, so, hey, es wäre doch lustig, wenn eine dabei ist, die in Portugal lebt, so eine Portugiesin oder so. Und dann gehe ich zum ersten Call, und am ersten Call waren die anderen nicht da, sondern nur eine, Hannah. Und wir beide so auf dem Call, so WhatsApp-Call, so hallo, so auf Video und cool und ja, wir sind in dieser Gruppe. Und ich so, ja, ich so, wo lebst du? Sie ist Deutsche. Ja, sie lebt in Lissabon. Und ich nur so, eh klar, sie lebt in Lissabon. Und ich so, was, krass, ja, Portugal ruft mich. Und sie nur so, ja, geil, komm hierher, ich habe eine Wohnung, ich habe mehrere Zimmer, so, du kannst einfach hier sein, einfach checken, so, taugt's dir oder nicht. Und ich nur so, okay. Und dann bin ich so einen Monat später oder so nach Lissabon und war nur so, okay, jetzt bin ich mal in Portugal, wie ist das hier so? Und habe einfach so, ja, eine Woche oder 2 Wochen hier verbracht, so zu fühlen, wie es ist. Und gar nicht so, ah, ich muss jetzt auschecken und Immobilien checken und null, sondern ich bin einfach mal da, weil das hätte sich nicht richtig angefühlt. Das hätte sich so gepresst und irgendwie so kontrolliert. Und ich vertraue dem Leben und meiner inneren Stimme zu sehr, dass ich in irgendwie Hektik verfall oder in Panik und ich muss das jetzt kontrollieren und lösen, sondern nee, es wird schon alles perfekt. Und dann bin ich zurück nach Deutschland. Und ich hatte dann schon meine Wohnung gekündigt, weil ich es einfach gefühlt habe, ohne zu wissen, wo es hingeht. Und Hannah hatte vor, von Lissabon aus wegzuziehen und aufs Land zu ziehen, irgendwo in Portugal. Und das wusste ich, aber wir haben die gesagt, hey cool, wir könnten ja quasi eine WG oder so machen zusammen. War gar nicht die Idee, gar nicht im Gespräch. Und sie hat mir einfach ein paar Mal so Links geschickt, so richtig coolen Häuser und einfach nur so, hey cool, schau mal, was ich gefunden habe. Und einmal hat sie mir einen Link geschickt zu einem Haus, zu so einem, also das Haus, so geil, wo ich habe das Haus gesehen und war dann so, was für, also keiner, ist eine Villa, eine richtig geile, mega schöne Villa. Und ich war nur so, wow, das ist ja mega schön. Und bin dann in ein Retreat, ich habe ein Retreat gehalten, das heißt, ich war offline und kam raus. Und irgendwie ist mir dieses Haus, diese Villa nicht aus dem Kopf. Und ich war nur so, hey, weißt du was? Mir geht's nicht aus dem Kopf, irgendwas ist da. Ich schreibe jetzt einfach Hannah oder schicke eine Sprachnachricht, ob sie sich vorstellen könnte, dass wir da einfach einziehen. Ob sie wollte eigentlich alleine leben, ich eigentlich auch, aber wir waren so, hey, ich war so, ich frag sie einfach. Dann habe ich eine Sprachnachricht geschickt und bin so in meinen Tag oder Abend rein. Und später, am Abend war das, oder am nächsten Tag, mache ich mein Handy an und da war eine Nachricht von ihr. Und Hannah war an dem Abend, wo ich die Sprachnachricht geschickt habe, irgendwo nördlich von Lissabon unterwegs und ist heimgefahren. Und auf dem Weg heim hat sich gedacht, irgendwie geht mir das Haus nicht aus dem Kopf. Ich glaube, dass ich die Lena frage, ob sie Bock hätte, mit mir da einzuziehen. Und dann kam sie heim und dann war die Sprachnachricht von mir auf dem Handy, wo ich genau das gesagt habe. Und dann waren wir beide so, weil wir beide so nach der inneren Stimme leben, waren wir beide so, okay, was machen wir? Und der Gedanke, das ist immer so ein Hinweis, ja, wenn der Gedanke an etwas dich so mega glücklich macht und so, oh, das wäre doch geil, das wäre geil. Bevor der Gedanke kommt, aber wie soll das funktionieren und kann ich das davor? Wenn wir uns danach orientieren, kommen wir immer zu geilen Orten. Und das heißt, ich war nur so, muss sein. Also hat Hanna so ganz schnell die Besitzerin kontaktiert und irgendwie eine Woche später
hatten wir den Vertrag unterschrieben, das Haus bekommen. Und ich bin dann ja ein paar Monate später nach Portugal gezogen, in eine Gegend, wo ich noch nie war davor, in ein Haus, wo ich davor noch nie war. Und es ist einfach nur geil und perfekt. Und es ist, ich lebe hier so im Paradies. Und ich glaube, geile Sachen kommen in unser Leben, wenn wir daran glauben. Weißt du, wenn wir uns einfach daran orientieren, worauf haben wir Bock, und zu vertrauen, dass das genug ist, dass wir es nicht verdienen müssen und hart leisten müssen und irgendwie, dass wir einfach sagen, ja, okay, cool, geile Sachen kommen für mich und kommen immer zu mir, und so bin ich geführt von meiner inneren Stimme und irgendwie gewappnet mit Vertrauen und mit Zuversicht bin ich quasi nach Portugal gezogen, ohne überhaupt jemals den Plan gehabt zu haben, nach Portugal zu ziehen. Nee. Und ja, das ist es. Das ist die Geschichte. Das ist ja geil, ja. Ich glaube, also vielen Dank. Ich kannte die Geschichte schon so mit Ausschnitten. Und auf jeden Fall cool. Und das ist im Endeffekt auch, glaube ich, eine der großen Inspirationen ja auch für den Zuhörer, die schon öfter jetzt hier im Gespräch sowas auch gehört haben, da einfach sich auch auf das Gefühl verlassen zu können und nicht eben, wie du sagtest, immer Hammer und Meißel in die Hand nehmen zu wollen und alles selber, dieser alte Glaubenssatz, du kannst Erfolg nur haben, wenn du ihn selber erschaffst und so eine Sache, ne? Und dass man da immer so hart dran arbeiten muss. Und das ist manchmal schwer und das ist natürlich auch verdammt ungewohnt, weil uns die Gesellschaft ja von klein auf und das ganze Schulsystem und so weiter darauf quasi schon vorbereitet, dass wir das immer machen müssten. Dass man sich da einfach mal in dieses Netz fallen lässt, und das ist ziemlich schwer, ja, und kann ich aber sonst nur bestätigen. Und in meiner Welt gibt's auch aus meiner Überzeugung her kein Glück, Pech oder Zufall, und deswegen finde ich das total spannend, da auch immer wieder neue Wege sozusagen von anderen Menschen so zu hören, wie die so gegangen sind, und finde ich total cool, ja, und kann mir das schön vorstellen, wie du da in Portugal jeden Tag Strand bist, geerdet hast, ja. Meerwasser und bist in der Sonne und ja, nimmst da verdammt viel auch für dich mit, passiv schon jeden Tag, ja, cool. Ja, voll. Ja. Wenn jetzt der Zuhörer, die Zuhörerin sich bei dir melden wollen, du machst ja auch, soweit ich das gesehen habe, machst du ja auch solche Veranstaltungen. Mhm. Du hast ja vorhin das erwähnt mit diesen Retreats. Möchtest du dazu vielleicht noch ein, zwei Worte sagen? Mhm. Also man findet sich auch mich auf lenalange.net, und genau, ich gebe Retreats vor Ort, also zwei dieses Jahr noch, die stattfinden. Und sonst und viel auch sind Online-Sachen. Also ich habe Online-Kurse ich mache viel mit Sexualität, mit Erotik, mit Pleasure, weibliche Sexualität. Das heißt, da gibt's Kurse von mir und online, und den Podcast gibt's, den hast du ja schon erwähnt, und da ist auch für, ich finde, wenn das Thema jemand interessiert, diese ganze Phasen, die ganze allererste Podcast-Folge, ich meine, das meiste habe ich hier erzählt, aber ist auch da zu finden, und da gibt's auch Interviews von Männern und auch so einfach, es gibt viel, also auch vom Podcast gibt's richtig tolle Sachen, wenn das Thema einfach mehr interessiert, da reinzuschauen und zu entdecken. Okay, das nehme ich auch alles mit in die Beschreibung, und ja, ich habe mir die ersten zwei Folgen auch bei dir angehört, und ja, fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Ja, Lena, möchtest du den Zuhörern auch irgendwas auf den Weg geben? Ich denke, du hast heute schon so viel gesagt, und möchtest du noch irgendwas mitgeben, was du jetzt doch noch auf der Zunge hast, was du auf jeden Fall teilen möchtest? Einfach nur so an Großartiges zu glauben und sich selbst anzunehmen. Ich glaube, das beides geht Hand in Hand. Wenn wir uns selbst annehmen, glauben wir an Großartiges, weil wir erkennen, dass wir großartig sind. Und das ist das, was ich mitgebe. Ja. Sich nicht zu verbiegen und authentisch zu bleiben, sich selbst gegenüber treu zu bleiben, beziehungsweise auch keine Scham zu haben, ja, sich nicht vor allen rechtfertigen zu müssen und nicht jedem gefallen zu müssen und nicht jeden zum Freund haben zu wollen zu müssen. Und das ist ja auch spannend auf jeden Fall, ja. Und genau, wenn ihr Fragen habt an Lena, dann schaut in die Beschreibung, hört ihren Podcast, meldet euch vielleicht auch bei ihr, je nachdem, was ihr auf dem Herzen habt. Und genau, denkt darüber nach, wenn ihr selber noch Medikamente nehmt, wie da langfristig vielleicht eine Lösung gefunden werden kann, die euch auch zugutekommt, und ja, wie ihr euch vielleicht auch positiv, ja,
ich möchte nicht sagen identifizieren könnt, sondern positiv auch einstellen könnt gegenüber euren Phasen und Zyklen. Und genau, lebt euer Leben so, wie ihr es wollt, nicht wie andere das wollen und von euch erwarten. Und ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Lena. Ciao, Florian, danke. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast? Dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein-und-physis.de. Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles weitere. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.